Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fußball-Vlog am Donnerstag. Das ist jetzt definitiv das letzte für dieses Jahr, was ihr von uns zu sehen bekommt. Ja, Marc, wir haben ja eine grandiose Winterpause. Das ist, habe ich gerade festgestellt, eigentlich der einzigste Vlog, den wir machen, wo wir wirklich keinen Spieltag davor und dahinter haben. Also quasi der Pausenfüller. Gut, Engländer spielen. Wie stehst du eigentlich so generell zum englischen Fußball? Also jetzt zum Vereinsfußball? Gibt es da Interesse oder ich weiß, Ja, sagen, Fußball ist also. generell nicht so dein Supersport, aber. Ich kenne mich darin besser, glaube ich, aus, als ich dir immer, glaube ich, probiere und allen anderen zu erzählen. Aber, nee. Ja, ich gucke mir ausgesuchte Spiele an, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich verfolge jetzt den englischen Fußball nicht rund um die Uhr. Ja, ich, im Prinzip, eigentlich muss ich wirklich ja zugeben, als Kind war ich ja eigentlich mehr begeistert vom englischen Fußball als vom deutschen. Lag aber auch damals wirklich mehr daran, dass also in der Bundesliga sehr taktisch gespielt wurden, berühmte 0-0, 0-1, 1-0 Spiele viel waren, während die Engländer also ja mit ihrem Kick and Rush einfach den dynamischeren Fußball gespielt haben. Wo halt auch, sagen wir mal, so als Kind ein bisschen mehr auf dem Platz abging. Ja gut, da geht immer noch mehr auf den Platz ab als bei uns. Also, das ist jetzt keine Kritik an unseren Schiedsrichtern, aber wenn du dir englische Spiele anguckst, da ist immer noch mehr los. Also, Ja, da ist die nee. Bereitschaft, laufen zu lassen, größer. Aber der Fußball hat sich natürlich anders entwickelt, was natürlich auch damit zusammenhängt, wenn du dir anguckst. Selbst beim Tabellenletzten, was da für Leute im Kader stehen. Und wenn du dir natürlich auch anguckst, wer mittlerweile dort auf den Trainerbänken oder den sogenannten Managerposten ja zu Hause ist, das ist ja sehr, sehr selten rein britisch geprägt mittlerweile. Ja, ich glaube, es gibt sogar mehr. Teilweise gibt es ja Mannschaften, die haben überhaupt keine Engländer mehr. Zumindest weiter vorne sind die Engländer teilweise wirklich an einer Hand abzuzählen. Also, was natürlich dem Vereinsfußball gut tut, der Nationalmannschaft natürlich extrem schadet, meiner Meinung nach. Ja, gut, aber jetzt muss man ja sagen, da haben ja die Engländer in den letzten Jahren auch aufgeholt. Also, wenn du dir anguckst, was dort an Talenten jetzt wirklich momentan nachkommt, spielen ja glücklicherweise sehr, sehr viele dann auch bei uns in Deutschland, weil sie in England keinen Platz finden. Das ist schon richtig gut. Also, der englische Verband hat, was das angeht, richtig Geld in die Hand genommen. Ich habe mal einen Bericht darüber gelesen, dieses Nachwuchsleistungszentrum, was die gebaut haben. Nichts gegen den DFB, aber ich glaube, da ist das, was wir hier in Frankfurt gerade bauen, lächerlich. Na gut, ich weiß gar nicht, wie weit die Nachwuchsarbeit in englischen Vereinen tätig wird, wie es da aussieht. Ich weiß, sie wollten ja eigentlich mal unsere Nachwuchsleistungszentren kopieren. Inwieweit die es jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Oder ob man da eigentlich wieder einen eigenen Weg gefunden hat. Ja, es ist, glaube ich, so ein Mittelweg. Aber natürlich kommen erstmal die Talente, kommen erstmal aus den Vereinen heraus. Aber auch der Verband spielt dort halt, wie gesagt, eine riesige Rolle. Also ich glaube, das zahnt momentan in England einfach besser, als es hier bei uns teilweise in Deutschland den Anschein hat, um es mal Ja, gut, wobei freundlich zu formulieren. die Durchlässigkeit ist ja auch gegeben. Also es ist ja teilweise auch bei uns ein bisschen die negative Berichterstattung. Genau. Denn wenn man sich die Erfolge der Juniorennationalmannschaften anguckt, die sind ja auch nicht so schlecht. Ja, und du hast es ja aber auch schon gesehen, jetzt bei der letzten Europameisterschaft sind ja die Engländer auch relativ weit gekommen. Das hatte nichts damit zu tun, weil es im eigenen Land war, Ja. sondern weil sie wirklich mittlerweile richtig viele gute Kicker haben. Ja. Ja. Ja, gut, da kommt natürlich, ich sage jetzt mal im Prinzip die Internationalisierung, also oder beziehungsweise die Durchmischung, tut denen natürlich auch gut, genauso wie es uns gut getan hat, also dass wir mehr Filigrantechniker bekommen haben und nicht nur den guten deutschen Kampffußball mehr spielen. Gut,
Also das ist, ich glaube, es gab immer schon welche, die auch in Deutschland Fußball spielen konnten, aber gut. Ja, aber ich sage aber mal so, ich finde schon, dass die das technische Können, wenn ich mir also Florian Wirtz angucke oder sagen wir mal ein Kai Havertz, um jetzt mal so, aber auch im Prinzip ja defensiv ein Kimmich oder ein Goretzka und vergleiche das früher mit einem Jeremis oder ja auch mit dem Ramelow, darf man ja auch nicht vergessen, was mal so auf der 6 rumrennen hatten, dann sind die doch schon fußballerisch viel, viel weiter. Das sind sie ja, aber ich bin kein Fan davon, dass man irgendwelche Epochen ging und welche Epochen vergleicht. Es ist immer schwer, weil im Prinzip, es wurde halt auch dementsprechend ja da systemrelevanten Fußball gespielt und man hat auch andere Anforderungen an die jeweiligen Kicker gehabt, sodass es war auch immer ein anderes Tempo im Spiel, darf man auch nicht vergessen. Genau. Und deshalb, aber es ist halt auffällig. Sag mal, wie gesagt, bei den Engländern sieht man ja, wenn man auch nur sozusagen auf die in Dortmund Spielenden geguckt und geguckt hat, wenn man Sancho noch dazu nimmt, Sancho oder jetzt halt ein Jude Bellingham. Und das ist ja nur zwei von wirklich einer Generation, wenn man sagt, die sind U18, glaube ich, so Europameister geworden mit den Leuten. Also und das jetzt auch über Jahre im Prinzip bei den Engländern relativ viel rauskommt. Man hat ja früher mal gesagt, im Prinzip, da sind wir jetzt eigentlich auch beim Thema der Zeit, dass eigentlich der Tod der englischen Nationalmannschaften für große Turniere war, dass sie eigentlich jetzt ihre Boxing Day spielen, also sprich keine Winterpause, sondern durchspielen, während andere sich erholen. So, mittlerweile würde ich sagen, ist das ein bisschen absurd geführt. Gut, die Engländer spielen weiterhin durch, aber die anderen, wenn ich jetzt die 2 Wochen Pause, die wir in der Bundesliga haben, also kannst du mir nicht erzählen, dass sich da einer wahnsinnig erholt hat. Ja, das stimmt so nicht ganz. Also die kriegen natürlich alle jetzt ein reduziertes Trainingsprogramm. Die kriegen alle auch ein individuelles Trainingsprogramm. Die bekommen auch sehr, sehr viel Regenerationszyklen dort reingeschrieben. Und das bringt dann auch schon innerhalb von 10 Tagen etwas. Aber es ist natürlich nicht mehr der riesige Unterschied wie zu vorherigen Jahren, wo die Winterpause wesentlich länger war. Aber das ist ja sowieso etwas, was Herrn Infantino ein Dorn im Auge ist. Und deswegen probiert er ja, alle Pausen im Fußball abzuschaffen. Ja. Na gut, die Frage ist, ich weiß nicht, siehst du da den Problem, dass diese Boxing Days eigentlich, mittlerweile betrifft es ja nicht mehr nur die englische Nationalmannschaft, bei der Masse an internationalen Spielern, die wir ja in England haben, dass das aber, sagen wir mal, für die Spieler natürlich schon hinsichtlich großer Turniere im Sommer ein Nachteil ist? Oder sagst du eigentlich, die Zeit ist so lang und die Vorbereitungszeit ist dann wieder so lang, dass das eigentlich kaum noch eine Rolle spielt? Ich glaube, in Bezug auf Regeneration, das ist nicht das Problem. Da gibt es auch Analysen dazu und Studien. Ich glaube, das größere Problem dabei ist, wenn du gar keine Pausen mehr in dem Sinne machst, steigt das Risiko an Verletzungen. Und wenn du natürlich, je schwerer deine Verletzung, umso länger ist dann auch die Zeit, um wieder auf dein altes Top-Niveau zurückzukommen. So, und da sehe ich das größere Problem. Und das hatte man, wenn man sich mal Europameisterschaften und Weltmeisterschaften anguckt, gab es ja viele, auch hier bei uns in Deutschland, die mit Gutwill durch den Bundestrainer überhaupt noch auf den WM-Zug oder EM-Zug aufgesprungen sind. Spielerisch gerechtfertigt hat sich das überhaupt nicht, weil der Spieler halt davor 6 Monate zum Beispiel ausgefallen ist. Und da hat man dann gesagt, ja, aber ich weiß ja, welches Potenzial er haben könnte. So. Deswegen, also ich sehe das größere Problem in der Verletzungsanfälligkeit, wenn du überspielt bist, als im regenerativen Bereich. Ja. Ja gut, auffällig ist ja jetzt auch, sagen wir mal, wenn man jetzt guckt, sagen wir mal, dass also, sagen wir mal, die deutschen Trainer gerade bei Spitzenclubs plötzlich en vogue sind. Siehst du da irgendwie jetzt, oder ist das eigentlich reiner Zufall? Also wenn ich jetzt einfach mal denke, Klopp, klar, hat mit Liverpool Riesenergebnisse abgeliefert. Jetzt Tuchel in Chelsea hat die Champions League gewonnen, wobei, sagen wir mal auch, da ist er ja natürlich auch auf ein
fahrenden Zug aufgesprungen, aber ineffektiv war er der verantwortliche Trainer am Ende. Und jetzt mit Rangnick bei Manchester United praktisch der dritte Deutsche bei einem englischen Traditionsclub in der Verantwortung. Aber ich glaube, also jetzt an unserer Trainerausbildung, glaube ich, war schon immer irgendwie etwas sehr, sehr gut. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie über schlechte Trainer verfügen in Deutschland, sondern ich glaube, wer hier in Deutschland seinen Trainerschein besteht, also der hat auch einen richtig guten Trainerschein mit einer relativ hohen Grundausbildung. Die drei, die du da jetzt genannt hast, sehe ich sowieso auf einem völlig anderen Level. Also ich meine, von Tuchel bin ich sowieso begeistert. Ich meine, wir haben ihn ja hier in Mainz quasi einen Steinwurf entfernt live mitbekommen. Und wenn du seine Ansprachen verfolgst, dann merkst du, wie hochkomplex das in seinem Kopf alles ist. Aber trotzdem kann er es vermitteln. Bis heute verstehe ich ja auch nicht, warum man ihn in Dortmund vom Hof gejagt hat. Und wenn du dir dann anguckst, wie er sich dann auch weiterentwickelt hat als Mensch in Paris, wo du ja schwierige Charaktere hast, ist das für mich definitiv einer der besten Trainer, die du heute auf der Welt findest. Der Jürgen Klopp, das konnten wir auch hier um die Ecke natürlich verfolgen, kommt, glaube ich, ja über einen ganz, ganz anderen Weg. Weniger über ja, dieses ja, taktische Element, sondern da, er macht halt sehr, sehr viel über seine Gestik, Sprache. Ich hatte das Vergnügen, für einen Autohersteller mal drei Interviews mit ihm führen zu dürfen. Und selbst als wir über die Autos gesprochen haben, war ich kurz davor, am Ende so zu sagen, oh ja, so einen muss ich mir kaufen, wobei es absolut nicht meine Automarke ist. Also er kommt halt sehr über dieses Verbale, dieses Mitreißende, was natürlich seine fachliche Qualität nicht schmälern soll. Ansonsten hast du nicht die Erfolge. Ich wollte gerade sagen, nur mit dem Und Geschwätz ist nichts hin. Rangnick muss ich sagen, ich glaube, er hat ganz zu Recht seinen Spitznamen Professor. Na gut, wenn ich ja jetzt noch Und vergessen habe, ist natürlich bei Southampton der Hasenhüttl. ja, Ja, gut, der ist aber kein Deutscher. ist kein Deutscher, ist aber eigentlich sagen wir mal so, hat natürlich hier mit Ingolstadt in der Bundesliga und auch mit Salzburg, ach, Salzburg mit Leipzig, seine Spuren in der Bundesliga hinterlassen. Oder auch damals ja der David Wagner, der ja eigentlich sensationell mit Huddersfield aufgestiegen ist und also fast noch sensationeller ein Jahr die Klasse gehalten hat. Deshalb also sozusagen im Prinzip, es war ja schon auffällig, dass es mehr und mehr ja auch nicht nur Spieler rübergezogen hat auf die Insel, sondern halt auch die Trainer. Ich glaube, England ist natürlich auch der Vorteil, dass die Sprachbarriere nicht so extrem hoch ist. Also der Rangnick, weiß ich zum Beispiel, spricht fließend Englisch. Wenn du dem Klopp und dem Tuchel zuhörst, dann sagst du auch, das ist definitiv Einserbereich. Hasenhüttl habe ich jetzt bisher in Englisch noch nicht gehört. Ja. Und vom David Wagner muss ich Englisch, glaube ich, schon erwarten. Schließlich war er amerikanischer Nationalspieler, wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist ja auch im Prinzip, wenn du eins siehst, im Prinzip, deshalb heißen die ja auch in England Manager, weil deren Kompetenz ist ja etwas weiter als bei uns eigentlich die des Trainers. Denn da geht es ja auch wirklich in den Transfer mit rein, in die Kaderzusammenstellung, in die Mannschaftsplanung. Klar, logischerweise, auch bei uns haben die Trainer Transferwünsche. Aber sagen wir mal so, ich habe das Gefühl, die Engländer sind da also schon noch, du hast also ein bisschen mehr kompetent. Oder täuscht das eigentlich auch nur als Außenstehender? Nö, nö, das ist so. Ich meine, Ja, aber ist natürlich hier natürlich bei den uns Job findet nicht auch auch ein interessanter? Austausch statt. Ein Austausch findet auch statt, aber da ist es wirklich so, der ist der Manager, der hat dann Trainer unter sich, die zum Beispiel auch mehr oder weniger das tägliche Training leiten. Aber er hat natürlich auch Chefeinkäufer unter sich, mit denen er ganz klipp und klar abspricht, welche Spieler er braucht und haben möchte. Also da Ja, ist es es ist mir nicht halt so, der nur damals. Chefeinkäufer geht einkaufen, setzt dir einen Spieler vor die Nase und sagt, hier hast du einen. Und weil der 100 Millionen gekostet hat, muss er spielen. Sondern da ist das alles enger verzahnt und es geht wirklich vom Trainer aus. Also.
Nee, es Oder ist mir komplett. damals nur aufgefallen, beim Klopp, eigentlich Liverpool, wie der wirklich ja, sagen wir mal, positionsbestimmt gesagt hat, ich will den, den und den. Ich sage jetzt mal unabhängig davon, gut, man hat ihn damals als bekloppt bezeichnet, als er 80 Millionen für den Van Dijk bezahlt hat. Im Nachhinein wurde er dafür gefeiert. Aber das ist ja auch die Frage, wie gesagt, kannst gut, die Engländer haben natürlich das Geld, um sich solche Kader dann auch punktuell genau zusammenzustellen, aber irgendwo habe ich immer das Gefühl, klar, ich gehe auch mal davon aus, dass der Nagelsmann den einen oder anderen Wunsch an seinen Sportdirektor anträgt, aber dass der dann wahrscheinlich sagt, nee, mein Freund, guckst du mal auf Kasse? Ja, ich glaube, jeder Trainer trägt an seinen Sportdirektor Wünsche heran. Der Unterschied ist einfach nur, hier in Deutschland muss der Sportdirektor nicht folgen. Drüben in England ist der Manager, also den wir Trainer nennen, der Vorgesetzte des Ja. Sportdirektors. Das Das ist, glaube ich, eigentlich ist der anders. große Schlüssel. Ja. Gut, schauen wir jetzt mal aufs Aber. Sportliche. Gerade oben, im Prinzip Sonntag, steht ja das Spitzenspiel der Verfolger von Manchester City an. Chelsea gegen Liverpool oder Tuchel gegen Klopp. Wenn wir beide haben jetzt also über Weihnachten in Boxing Days Federn gelassen auf die Citizen. Wie siehst du so die Partie? Als Außenstehender weit weg von der Insel. Glück sehr, sehr weit weg von der Insel. Ja. Also ich gucke ja abends so ein bisschen Dart und bin weiterhin verwundert. Ja, Corona führt. Wirft Ja. einen Favoriten nach dem anderen raus. Also. Ja, aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es wird ein hochspannendes Spiel. Ich glaube, es wird ein hochenergetisches Spiel von beiden Seiten aus. Ich glaube, es wird kaum Ruhephasen geben. Und das könnte wirklich ein Spiel sein, wo du einfach mal mit einer Tasse Tee da sitzt und sagst, jo, das gucke ich mir ganz an. Ja. Aber einen Favoriten würde ich da momentan nicht ausmachen, Sehe ich auch weil nicht. dafür haben sie wirklich über Weihnachten ganz merkwürdige Spiele beide abgeliefert. Gut, also Liverpool muss man eins sagen, das 1-0 bei Leicester, wie das zustande kommt, gut, der Klopp rätselt ja heute noch. Klar, aber das ist so dieser, ich hätte was gesagt, und wieder 3 Euro ins Phrasenschwein, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du hinten das 1-0. Also in dem Sinn ist das ja fast klassisch gelaufen. Und ich meine, Aber selbst einen Elfmeter haben sie nicht genutzt. ja, Also. und dann, ja, selbst den Elfmeter nicht genutzt und dann liegt der Torwart flach und kommt ihn gegen die Latte. Also ich glaube, das sollte einfach nicht sein. Es gibt so Spiele. Naja, aber sagen wir mal so, ich erwarte Liverpool eigentlich natürlich diesen klassischen, relativ aggressiven, offensiveren Part, während also ich einen Tuchel zutraue, dass er wieder also sehr, sehr taktisch die Sache angeht und versucht als erstes eigentlich mal das Liverpooler Offensivspiel zu stören, um nicht zu sagen, sogar zu zerstören, um dann eigentlich, ja, man könnte fast sagen, ja, eigentlich nur einzelne Stichpunkte zu setzen, offensiv, um die dann hoffentlich zum Erfolg führen. Ich glaube einfach, es wird ein gutes Spiel, weil beide Mannschaften wollen, beide Ja. Mannschaften das Talent haben, Beide beide Mannschaften sind Trainer gut. ehrgeizig bis zum Gehtnichtmehr sind. Und darum glaube ich, ist das mal ein Spiel, was man sich 90 Minuten in voller Länge ohne Ton angucken kann. Yeah. Naja, kannst du einen Spanier nehmen. Nee, die labern mir ein bisschen viel. Gut. Vielleicht mache ich auch Stadionatmosphäre an. Englischer Originalton geht teilweise. Gut, schauen wir mal. Wir haben ja theoretisch noch nicht, aber übermorgen öffnet für 30 Tage der Transfermarkt. Gut, die ersten, muss ich wirklich sagen, Hammermeldungen kamen ja gestern, dass sowohl Zakaria als auch Ginter ablösefrei Gladbach verlassen. Für mich, sagen wir mal so, als Eintracht-Fan natürlich sehe ich das nicht. Nur mit einem weinenden Auge, weil Gladbach ist für mich immer der eigentlich natürliche Konkurrent.
Aber sagen wir mal, es ist natürlich für jeden Gladbacher ein Schlag ins Kontor. Zwei sollen raus ohne einen Pfennig Ablöse. Ja, ich glaube, der gute Max, also ich glaube es mal so, der Max Eberl hat es, glaube ich, schon gewusst. Es hat sich, glaube ich, auch die ganze Hinrunde über angedeutet, wenn du so zwischen den Zeilen gelesen hast. Aber jetzt haben sie es halt schwarz auf weiß und ich glaube, der gute Max Eberl hatte gestern keine erfreuliche Nacht, weil vor allem jetzt auch in dieser Zeit, wo die Vereine dank Covid-19 Minus um Minus schreiben, tut das natürlich richtig weh, wenn zwei Spieler dieser Güteklasse ablösefrei gehen. Und Ja. die wirst du jetzt auch bei leeren Kassen, und wenn man ehrlich ist, die Kassen sind, glaube ich, bei Gladbach nicht wirklich mehr gut gefüllt, wirst du einfach auch nicht so ersetzen können. Also da fehlen ja zwei Stück, die du Pi mal Daumen vor Corona, vor der Pandemie jeweils mit Minimum 30 Millionen eingerechnet hast beim Verkauf, wenn nicht sogar noch höher. Und die gehen jetzt ablösefrei und du guckst in deine Schatulle und siehst vielleicht noch eine D-Mark, aber kein Euro. Und ja, musst aber trotzdem ja zwei neue Spieler präsentieren. Ja, naja, Ob gut, nun aber Adi das. Hütte oder wem auch immer. Wer der neue Trainer dann vielleicht sein wird. Naja, Transfermarkt.de hat sie ja mit beiden zusammen 51 Millionen Kaderwert beurteilt. Ich gehe jetzt im Prinzip, mir sind die Transfermarktzahlen, die ich keine Ahnung, wie die dazu kommen, aber ist auch wurscht, aber man kann sich ein bisschen dran orientieren. Aber wenn du sagst, normalerweise die zwei zu ersetzen, wirst du bestimmt 20 Millionen in die Hand nehmen müssen, also für jeden 10 aufwärts. Oh. Und das, wie gesagt, ohne jetzt im Moment Zusatzeinnahmen, einen relativ teuren Kader. Wie gesagt, es gibt ja auch noch, da sind wir ein bisschen in der Gerüchteküche, die will ich eigentlich auch nicht groß kommentieren, aber dass ja noch der eine oder andere Offensive eher weg will und da auch, dass die Gladbacher verkaufen müssen, um Löcher zu stoppen. Das weiß ich alles nicht, will ich auch deshalb nicht größer drauf eingehen. Aber einfach, wenn man halt einfach sagt, wenn man Geld was ausgeben will, muss man es einnehmen, wird wahrscheinlich der ein oder andere Transfer noch kommen müssen. Sodass eigentlich auch Gladbach wieder Sie vorne werden auf wohl dem den Platz einen steht. oder anderen verkaufen müssen, ob sie wollen oder nicht, damit sie die Mannschaft umstrukturieren können. Weil der andere Weg, sich fest für die Champions League zu qualifizieren und damit von der UEFA gleich mal ein bisschen Geld überwiesen zu bekommen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr weiter Weg momentan für Gladbach. Das Problem ist, man muss ja die Gladbacher sagen, okay, sie haben es ja etliche Mal geschafft in die Champions League, aber das hat ja nicht nur Vorteile, man darf ja auch nie vergessen, es treibt dir ja die Gehaltsstruktur nach oben und. Wenn du dann nicht wie Gladbach regelmäßig Champions League spielst, hast du das Problem, dass du die Jahre, wo du da nicht qualifiziert bist, aber Champions League Gelder bezahlen musst. Sodass ich weiß gar nicht, ob das insgesamt so der Segen ist. Ich habe mal mit meinem Vater da jetzt die letzten paar Tage auch mal drüber diskutiert. Unsere Frankfurter berühmte Büffelherde, die wir ja endeffektlich jetzt umgerechnet für 130 Millionen verkauft haben. Wenn du gesagt behalten hätte, ja, wir haben mit den drei die Qualifikation für die Champions League nicht geschafft. Wer sagt denn, dass wir sie Jahre geschafft hätten? Und wenn du überlegst, Pi mal Daumen verdienst du in der Champions League 30 bis 40 Millionen. Das heißt, um die Summe reinzukriegen, hätte man das auch 3 oder 4 Jahre hintereinander schaffen müssen. Ob nicht dieser Schritt zu sagen, okay, wir verkaufen als aufstrebender Verein frühzeitig und bauen dann in der Breite eine bessere Mannschaft aus, weil die Gelder, die diese Stars endeffektlich am Transfermarkt erzielen, du eigentlich gar nicht einnehmen kannst, wenn du so behältst. Ja, aber dann hast du ja ein Problem mit deinen Fans, wenn du denen erzählst, wir wollen nicht in die Champions League. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir in die Champions League nicht wollen. Also ich glaube, da träumen wir alle davon. Aber ich sehe es halt einfach aus. Ich träume nicht von der Champions League. Ich schon, das sage ich ganz ehrlich. Also das würde ich gerne nochmal erleben. Die Stadien, aber natürlich nicht in Corona-Zeiten, wo du dann trotzdem wieder am Bildschirm sitzt und ein leeres Stadion siehst. Aber
Naja, aber wenn man es aus einer rein wirtschaftlichen Situation für die Mittelklassevereine, also wie gesagt, ich nehme da jetzt mal die Bayern draußen vor und die Dortmunder draußen vor. Irgendwo auch die Lazio, weil die natürlich durch ihr Konstrukt etwas anders gepolt sind. Aber alle anderen, die ja, ich hätte fast gesagt, mit Transfer und Einnahmen ihren Betrieb finanzieren müssen und auch in ihrem Prinzip Betrieb am Wachsen halten, ist natürlich die ganze Sache Champions League immer sehr, sehr gefährlich. Wenn man es dann so sieht, würde ich generell nur die Bayern rausnehmen. Also selbst für die Dortmunder merkst du ja, was jetzt passiert ist, wo sie so sang- und klanglos sich verabschiedet haben. Ja, klar, fehlen die Millionen. Aber wie gesagt, im Moment fehlen die Millionen bei jedem. Also das kann mir keiner erzählen, dass das alles so super toll ist. Natürlich ist es nicht toll, aber da sind sie jetzt halt gefordert, dass sie Mittel und Wege finden, das zu lösen. Und die guten Manager werden es lösen, die schlechten werden es nicht lösen. Ja, gut. Schalke hat eigentlich, glaube ich, nur einen Fehler gemacht. Die waren zu klein. Die hätten auf 1,3 Milliarden Schulden hochgehen müssen, dann hätten sie sich locker noch weitere Transfers leisten können. Nicht mehr so die Summe jetzt wieder mal anguckt, die Barcelona da ausgegeben hat. Da schüttelst du wieder nur mit dem Kopf. Ja, Anscheinend muss man den Weg halt auch konsequent gehen. das verstehst du einfach noch nicht. Nee, glaube ich, das werde ich auch nicht verstehen. Das ist große katalanische Mathematik. Ja, die ist besser als Pi mal Daumen anscheinend. Auf jeden Fall ist die besser als dein Pi mal Daumen, da ich das kenne. Also. Gut, aber sagen wir mal so, ein anderer Weg ist natürlich im Prinzip, wie man der ganzen Sache ja auch ein bisschen entgehen kann, dass man natürlich guckt, dass man frühzeitig sich Talente sichert und diese natürlich, wenn man sie nicht selbst in der Jugend ausbildend, dann halt ausgebildete kauft. Und hat dann also zu fertigen Profis entwickelt. Wo wir eigentlich bei unserem Thema in Frankfurt sind, die jetzt ein bisschen mit Serge Blanco. Keine Ahnung, was jetzt wirklich Stand der Dinge ist. Sagen wir mal so, der Blätterwald sagt, er geht wohl zu Barcelona 2. Und es wäre hier ein großes Missverständnis. Gut. Ich kann natürlich auch nur das sagen wahrscheinlich du auch nicht mehr, was man halt so hier rundherum gesehen hat, gehört hat. Also, da weder Barcelona was vermeldet hat, noch die Eintracht was vermeldet hat, kann ich dazu gar nichts sagen. Ja, Und ne. das, was in den Zeitungen steht, halte ich in den meisten Fällen sowieso für sehr, sehr überflüssig. Ja, am schönsten finde ich ja eigentlich, das kriege ich ja mehr mit als du, sind natürlich diese rundherum wieder mal klassische Fankommentare, wie blöd denn doch die Eintracht wäre. Und dass man das wieder selbst verbockt hat. Und ja, eigentlich ist auch an allen der Hübner schuld. Ach so. Ja. So. Ja, Ja, dann. habe ich auch länger gebraucht. Warum denn jetzt eigentlich der Hübner an einem Transfer schuld ist, wo er gar nicht mehr im Verein war, aber. Weil der hat mutwillig die U23 aufgelöst. Puh. So Ja, jetzt. dann würde ich allen empfehlen, dass sie einfach mal einen Grundkurs Finanzwesen belegen. Dann werden Sie feststellen, die U23 musste abgeschafft werden. Ja, vor allem, ich sehe, wie gesagt, sie wird wahrscheinlich ja nächstes Jahr eingeführt wieder werden. Wie weit sinnvoll das ist, wird sich zeigen. Da bin ich also zu weit weg, das sage ich ganz ehrlich. Aber auch da die Argumentation, sagen wir mal so, wenn ich der Eintracht ihre Finanzen sehe, dürftest du wohl sagen, wir werden die U23 in der Regionalliga unteres Mittelfeld ansiedeln. So, und das soll dann ein Top-Talent reifen. Fehlt mir Ja, immer noch gut. ein bisschen die Fantasie. Also ob der Blanco überhaupt ein Top-Talent ist, weiß ich nicht. Also ich war mal so frei und habe mir dann doch mal was von der U19 angeschaut. Da wird dir das genauso gegangen sein wie mir. Hat mich jetzt also nicht so vom Hocker gerissen. Talent hat er,
Ja, er hat den Ball getroffen, super, aber so, das Top hab ich für mich nicht so feststellen können. Das andere, was so alles geschrieben wurde, weiß ich nicht, ob es stimmt, ob er wirklich so ein schwieriger Charakter ist. Ich weiß auch nicht, ob sich seine Eltern wirklich so unwohl in Frankfurt fühlen. Aber das, was ich zumindest gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat sich jetzt auch nicht dem Herrn Glasner aufgedrängt Gedrängt. Ja, für die erste Mannschaft. das ist eigentlich so das, was ich auch gesehen habe. Ich habe mir auch mal ein paar U19-Spiele angeguckt. Auffällig, wie gesagt, Talent definitiv, offensiv, dribbelstark, technisch sehr, sehr gut ausgebildet, ja, aber meiner Meinung nach zu langsam. Defensiv extreme Mängel, um nicht zu sagen, Defensivspiel ist noch nicht so richtig vorhanden. Ja, und wenn man da nicht lernwillig ist, dann wird er auch wahrscheinlich meiner Meinung nach aus dem Talentstatus nicht rauskommen. Wie gesagt, ohne jetzt irgendwo irgendwas bewerten machen zu tun wollen. Also man weiß ja auch nur das, Ja. was man gelesen hat. Ja, wie gesagt, also deswegen, aber solange die beiden Vereine nichts verkünden, Ja. ist der Mann für mich Spieler von Eintracht Frankfurt und nicht vom FC Barcelona 2. Du sagst es. Gut. Aber wenn sie ihn holen, bin ich mir sicher, für ihn muss der FC Barcelona noch keinen Kredit aufnehmen. Nee, es wird wohl eine kleinere Ablöse fällig. Und damit passt er nicht in die Philosophie vom FC Barcelona. Gut. Dann auf der anderen Seite wollen wir ja wohl noch einen Stürmer holen mit dem Herrn Muani. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Vom FC Nantes. Ist jetzt auch noch nicht ganz klar, ob er ja jetzt im Winter kommt. Also sagen wir mal so, es ist wohl klar, dass er kommt. Die Frage ist nur noch, wann er kommt. Sagt er dir was? Hast du schon mal irgendwas gesehen von ihm? Ja, nachdem ich die Meldung gesehen habe, habe ich dann mal mir auch was angeguckt, Das aber ich muss ganz klassische ehrlich sagen. YouTube-Scouting. Ja, also ich bin jetzt nicht runter nach Frankreich gefahren. Also wenn die Eintracht mir die Fahrt bezahlt und alles, mache ich das gerne, aber so. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man ihn unbedingt jetzt in der Winterpause holen soll. Der ist im Sommer ablösefrei. Ja, und ich sehe auch nicht so 100% den Bedarf jetzt. Gut, vom Typ her ist ja auch die Frage, wie weit er neben Boré spielen kann. Das müsste eigentlich funktionieren. Ist, glaube ich, eher noch Ja. Strafraumstürmer als der Boré. Definitiv. Der ist natürlich das, was ich immer gesagt habe. Als vorderste Spitze ist der Boré einfach körperlich zu klein. So einfach ist es. Und er bringt natürlich die Körperlichkeit mit. Aber ich glaube, man kann jetzt dieses halbe Jahr auch noch ohne Problem mit dem Lammers und dem Ragnar Arche, glaube ich, überbrücken. Ja. Also, und da hast du ja dann schon zwei Spieler, die deutlich über 1,80 sind und in die Richtung 1,90 gehen. Also. Gut, sagen wir mal, ein Argument, wo ich halt auch immer sage, es kommt ja auch darauf an, was er Ablösesummen kosten soll, ist natürlich auch, du hättest den Vorteil, dass er natürlich jetzt ein halbes Jahr im Verein wäre, Trainer, Umfeld, Klima, Mannschaft kennenzulernen. Und dann halt im Sommer sozusagen ein halbes Jahr weiter zu sein. Ich weiß nicht, ob es was Ja, bringt. aber diesen Vorteil hatten wir auch schon mit anderen Talenten, die wir geholt haben. Und soweit ich weiß, dieses türkische Supertalent war auch ein halbes Jahr vorher bei uns da, hat mittrainiert und jetzt, glaube ich, haben wir es verliehen nach Belgien. Nimm wegen. Ja, gut. Also deswegen dieses, ja, dann guckt er sich ein halbes Jahr das schon mal an. Ja, Scheint klar. nicht immer so zu fruchten. Also. Halbes Jahr ist ja übertrieben. Normalerweise guckt man sich das mal 2 Wochen an, dann funktioniert das auch. Ja, so. Nein, Nein. also wenn du ihn kostenlos kriegen kannst, würde ich ihn immer kostenlos nehmen, weil Ja. wir haben zwar unter Bobic und so sehr, sehr gut gewirtschaftet und wir haben uns auch ein Polster angeschaffen, aber es ist nun auch nicht so, dass bei uns komischerweise in Frankfurt das Geld auf der Straße liegt. Tja, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber man weiß es natürlich nicht.
Nee, aber Tja. ich gebe dir eigentlich auch recht. Im Prinzip, man müsste aber einfach mal gucken, was er kostet, ob er, wie gesagt, ob das überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist. Es ist eh immer noch mal bei jedem Transfer meiner Meinung nach immer noch die Priorität Nummer eins. Macht das alles wirtschaftlich Sinn? Ja. Gut. So, dann noch ein anderes Gerücht, was mich persönlich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie viel dran ist, aber verwundert hatte, was ich heute gelesen habe, war Marc-Oliver Kempf zu Hertha BSC Berlin. Gut, man kann jetzt eins sagen, Marc-Oliver Kempf war bei uns Hast im du erst Gespräch. heute gelesen? Ja. Liest du alte Meldungen, ne? Ja, wie gesagt, die Meldung nein, aber so ein bisschen, dass es wohl konkreter wird. Die Gerüchte gab es ja schon länger, aber jetzt etwas, ehrlich gesagt, es gibt jeden Tag so dermaßen viele Gerüchte. Ich beschäftige mich erst mal mit, wenn es wirklich ein bisschen konkreter wird. Gut, der Kempf war ja natürlich auch, Gbobitsch schon noch bei uns war, bei uns im Gespräch. Aber am meisten wundert mich eigentlich die abgebende Seite. Also ich als Stuttgart würde ihn nicht ziehen lassen. Außer er will unbedingt weg. Und ob dann also Berlin das Traumziel ist. Gut, er hat ja jetzt auch schon einige Vereine durchgemacht. Also War eigentlich nur in Frankfurt und in Freiburg davor. und Stuttgart. Ja, da ist er ja noch. Ja, also ich meine, das sind Ja. jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, gucke auf sein Alter und er hat jetzt schon drei Stationen hinter sich bei drei Bundesligisten. Anscheinend hat ihm der Herr Bobic irgendwas Nettes verraten, was alle anderen noch nicht so in Berlin sehen? Gut, kann ja natürlich auch die Gehaltszahlung sein. Man weiß es ja, aber immerhin sind es natürlich kleine Unternehmen, die auch auf solche kleinen Sachen gucken müssen. Ja, gut, aber jetzt ganz ehrlich, ich glaube, für einen Spieler seiner Kategorie zahlen jetzt die Bundesligisten nicht so großartig unterschiedlich. Denke ich Also, auch, aber. diese finanziellen Sprünge kann ich mir bei ihm leider nicht vorstellen. Also, und ich glaube auch, der VfB Stuttgart zahlt ganz reguläre marktübliche Preise. Deswegen, vielleicht sieht er einfach wirklich in dem Projekt, was ihm anscheinend der Herr Bobic geschildert hat, da oben in Berlin einfach mehr Perspektive für sich. So Ja. einfach. Gut, du Kann ja kennst auch ja einfach natürlich mal nicht sein. die Personalplanung Dass in Stuttgart, dass da ja sagt, auch im wieder, ich Hintergrund sehe schon mich da besser irgendwelche um. Gespräche sind, dass er sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit des Spiels wird geringer. Ich gucke mal, ob ich nicht irgendwo noch halbwegs attraktiv unterkomme. Ja, Ja, und es gibt ja auch immer noch die Perspektive des Spielers und des Vereins. Man weiß ja nie im Prinzip, wer wie wo agiert. Vielleicht sind es auch nur die genau, Berater, und dass der Spieler noch gar nichts von seinem Glück weiß. Soll es auch geben? nein, es kann ja auch sein, dass der gute Herr Mislintat, der ein ganz findiges Kerlchen ist, dass der ja vielleicht auch schon für die Position zwei, drei Spieler in der Hinterhand hat und sagt, wenn du gehen möchtest, geh. Also Ja, vor allem, wie für dich gesagt, wird es ab nächster Saison sowieso schwer. Vor allem jetzt, Krämer hat noch eine schöne Ablösesumme für dich. Ja, und Nicht, dass es uns so geht wie den das ist Gladbacher. ja, das ist momentan ja, glaube ich, das A und O. Die Vereine probieren irgendwo natürlich an frisches Geld zu kommen und das funktioniert momentan nur über die Ablösen. Nein, ich glaube, nicht nur der Herr Eber, sondern auch einige andere sind gestern bei den Meldungen ein bisschen zusammengezuckt, dass zwei solche Spieler ablösefrei gehen. Und selbst der große FC Bayern, dem es nun wirtschaftlich gut geht, glaube ich, kann sich nochmal solche Nummern wie mit dem Alaba auch nicht andauernd leisten. Ja gut, da ist jetzt Süle die Diskussion. Wie gesagt, mehr ist es noch nicht. Deshalb, aber es wäre Ja. natürlich auch für die Bayern der nächste Hammer, sollte der ablösefrei gehen. Ja, und auch die Bayern können sich in der aktuellen Situation können sie sich nicht drei Transferfenster oder vier Transferfenster erlauben, wo Spieler mit einem gewissen Marktwert einfach ablösefrei ziehen. Deswegen
Glaube ich auch, dass die jetzt schon im Januar, Februar zum Beispiel am Kingsley Coman richtig rumschrauben werden und von ihm ein Commitment erzwingen werden, um zu wissen, den müssen wir im Sommer abgeben Ja, oder wir verlängern. Ja. das wird wahrscheinlich durch alle Vereine gehen, das wirst du sehen. Also es wird jetzt wahrscheinlich mehr Bewegung reinkommen Richtung, wie sieht's aus? Ja, aber ich wollte nur damit andeuten, wenn selbst der FC Bayern höchstwahrscheinlich in diese Richtung jetzt schon denken muss, dann müssen die anderen 17 dahinter in der ersten Liga und die 18 in der zweiten Liga und noch tiefer will ich gar nicht mehr denken, die müssen dann noch mehr Ja. so handeln. Also deswegen. Schauen wir mal, was kommt. Also die Pandemie könnte auch was Spannendes gebracht haben. Ja, also wie gesagt, ich habe es mal rein mathematisch gesehen, wenn die Bayern 140 Millionen verlieren und wir 40 Millionen verlieren, holen wir 100 Millionen auf die Bayern auf. Nein, da sind wir schon wieder bei deiner Pi mal Daumen-Kunst. Gut, dann würde ich sagen, da sonst sich wirklich auf dem Transfermarkt auch nicht wirklich viel getan hat, mal gucken, ob es dann jetzt nochmal die nächsten Wochen ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich glaube, sie hat ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber ich werde es verfolgen. Und ja, und vor allem nächste Woche ist ja schon der Vorteil, können wir uns ja schon über den nächsten Spieltag unterhalten. Es geht ja dann direkt am Freitag wieder los mit Gladbach gegen Bayern. Da hast du Beziehungsweise recht. Bayern gegen Gladbach, um es richtig rumzusagen. Gut, dann, Verzeih ich dir. da, danke. Gut, dann sind wir am Ende für dieses Jahr. Jetzt wirklich. Daher allesamt einen guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut. Ciao.